viele Leute sind es jetzt da? Wie viele? Ich würde mal sagen, so 30. Ja. So, nun bin ja auch ich online auf Twitch. Digga. Crazy Ship TV ist auf YouTube online. Ich wollte eigentlich so Panorama machen, aber dann habe ich das voll verkackt. Ja, das ist ein trauriger Tag fürs Internet. Das ist freie Meinung. Gestern wurde Artikel 13, 11, 12, 17 vom EU-Parlament durchgeboxt. Ja. Ja, wir sind hier in Bremen am Hauptbahnhof für den angekündigten Trauermarsch. Warte. Da ist er. Ja. Und ich bin auch nicht ganz alleine. Da ist noch einer. Alter. Wir waren auch in Hamburg bei der Demo, auch in Bremen am 17. Ja, Demo. Und Steven zu Ende erzählt hat. Heute Trauermarsch nach Durchsetzung des Artikels 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, was auch immer. Das wäre voll witzig, wenn du das weggeschlagen jetzt mit Schlagstellen sind. Hallo, warum? Ja, von wem? Von Zeug, keine Ahnung. Von Gott, ja. Irgendwelche EU-Abgeordneten. Achso. Wir kriegen doch auch 450 Euro. Ja, ja, um. Nee, ja, ja. Aber wisst ihr, dass wir 900 kriegen? Hä? Wir waren in Bremen und Hamburg. Ja, so. Da kriegen wir die Abrechnung. Wir kriegen 900. Ja. Das ist 900 Euro. 7 kann leider in Karlsruhe nicht übersetzen. Achso, ja, mach lieber die Fahrschule, das ist wichtiger. Also, das ist nicht unbedingt wichtiger, aber dein Leben jetzt. Es ist aber schon traurig, dass über mehrere hunderttausend Leute auf die Straße gegangen sind gegen Artikel 13. 200.000 Leute, nur am Samstag. Und das, die CDU-CSU ist einfach ignoriert. Das ist schon. Schon heftig. Von den Amerikanern bezahlt, natürlich. Ja, natürlich. Von der NGO. Und wir sind Bots. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Ja. Definitiv. Und wenn das alles nicht hilft, dann sagen alle, sie sind dafür und stimmen dann sind dagegen und stimmen dann trotzdem dafür. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, das abzuwickeln. Und das ist natürlich unsere Lieblingskanzlerin. Die ist die Einzige noch, die es abwickeln könnte. Die Angie? Die Angie. Das ist komisch. Mhm. Die ist die Einzige und rate mal, welche Partei die ist. Ja. Dann kann man sich das ja ausmachen. Ich glaube nicht, dass sie ihre eigene Partei hintergeht. Ne? Hast du die Bilder der GEMA von der Einladung zum Essen gesehen? Nee, hast du die gesehen, die Bilder? Von was? Ja, hast du die Bilder der GEMA von der Einladung zum Essen gesehen? Nein, aber ich weiß, dass die Politiker gestern oder vorgestern Abend noch eingeladen wurden für Galaessen, ja, von nicht nur GEMA, das waren alle diese Vereine, die das unbedingt durchsetzen Lobby, wollten. Lobby, Lobbyisten, genau. Die haben echt zu Galaessen eingeladen, ne, die ganzen Politiker. Und dann erzählen man uns, dass wir bezahlt wurden. Also. Ja, und komischerweise sagt Frankreich auch nur, wir machen das mit der Pipeline nur, wenn Artikel 13 dafür gestimmt wird. Welcher Zufall. Weißt du, was das Lustigste war? Wo gestern der Artikel 13 durchgesetzt wurde, kam auf einmal, Stück hoch, Dankeschön, kam auf einmal auf Bild.de, hätte man drauf gucken müssen, ja, ohne CDU ist die Regierung nicht möglich. Stand bei Bild. Zwei Zeilen weiter stand zum Beispiel, ja, durch YouTube und so weiter, Artikel 13, einer der ersten Male, dass Bild überhaupt über Artikel 13 geschrieben hat, ja, ihr könnt ja trotzdem eure Memes und eure Videos hochladen, hat mit euch ja nichts zu tun, richtig scheinheilig. Natürlich hat das was mit uns zu tun, ja? Und es geht nicht um die Memes. Es ging darum, dass die Politiker, dass die Bild zum Beispiel, Axel Springer AG, gesagt hat, wenn ihr nicht für Artikel 13 stimmt, dann machen wir schlechte Publik. Und auf einmal kommt gestern, nachdem Artikel 13 durchgesetzt wurde, auf einmal ohne CDU ist die Regierung nicht möglich. Komisch, ne? Ich will ja dazu nichts sagen. Allgemein dazu muss ich sagen, viele Leute vergessen auch, was ich amüsant finde, denkt man das Fernsehen. Also das Datenschutzgesetz ist ja nicht nur für das Internet. Und das Fernsehen wird davon auch betroffen. Ja, das Problem ist aber, dass die Fernsehen ihre eigene Firma haben. Ja? Richtig, die und aber nicht auf jede Privatperson, die irgendwo live zu sehen ist, ein Datenschutzgesetz. Das ist aber, ja, das Problem ist darin aber wieder, das machen wir ja auch. Das dürfen wir. Öffentliche Veranstaltungen. Jetzt gerade noch. Ja. Jetzt auch, weiterhin dürften wir das theoretisch machen, weil die dafür eine Genehmigung sicher haben. Die sind Sender. Nach dem neuen Datenschutzgesetz darfst du privatrechtlich jede Person verklagen. Du kennst Gronkh, ne? Er ist jetzt ein TV-Sender. Er darf das jetzt auch. Alles, was ein TV-Sender vorher durfte, ProSieben mit 1, ARD, TDF, darf er jetzt auch, weil er ist ein TV-Sender. Und das beinhaltet auch öffentliche Filmaufnahmen überall. Und das ist. Ja, das ist ja gerade das Problem. Was meinst du, warum du auf ProSieben, ARD, TDF,
momentan nicht so, oder auch vorher nicht so viel darüber gesehen hast, über Artikel 13. Was meinst du, warum wir nicht so viel darüber berichtet haben? Die profitieren davon. Das ist das Problem. Die profitieren davon, weil das Internet wird eingeschränkt. Ja, der Meinungsfreiheit, der Hochladen der Bilder, der Videos und so weiter. Ja, wo musst du dann wieder gucken? Ja. Fernsehen. Ich wollte übrigens eigentlich, Dings mit einem Tape im weißen Edding. Hast du da geschrieben? In den Chat, ja, ich weiß, ja? Habe ich geschrieben. Ging leider nicht, weil ich das zeitlich nicht geschafft hätte. Ich habe ja gerade meinen Overcool aus dem Haus. Ah, okay. Und da ich das abgeholt habe nach Hause und dann direkt wieder los und dann auch noch da hinten hin musst du jetzt am Arsch der Welt. Ey, von hier ist es nicht so weit weg, ne? Also ich wohne auch nicht so weit weg. Das geht halt nicht. Ich bin trotzdem auch hier. Ja, das Ding ist, hätte ich das gewusst. Quelle Julia Reda, was meinst du damit? Das mit dem Bild. Ach so, ja stimmt, Julia Reda hat ja was gepostet, stimmt. Habe ich gesehen, ja. Aber ich weiß nicht, ob das die Einladung war, das war so ein Schriftstück. Julia Reda hat da ziemlich viel gepostet, ja. Auch die, die dafür gestimmt haben. Es waren 370, glaube ich, dafür und 280 irgendwas dagegen. Genau, moin James, ich kenne dich noch vom letzten Stream. War natürlich ziemlich bitter. Und Julia Reda hat auch eine Rede gehalten gehabt. Ich habe es nochmal angeguckt, die Rede, die war super von Julia Reda. Also gut, ja, was die sich geleistet. Aber da wurde auch ein Zwischenrede. Genau, da wurde auch ein Zwischenrede. Das ist unverschämt und eine Riesenfrechheit. Die wollen auch ausreden. Ja, und die wollen unbedingt auch ihr Ding loswerden. Genau. Und die Parlamentarierin da, diese Chefin da, die oben auf dem Stock da saß, ich weiß nicht, wie die heißt, hat dauernd auch gesagt, sie möchte doch bitte Reda ausreden lassen. Ja, ja? Weil die anderen wollen ja auch reden. Genau. Unfassbar. Wie gesagt, wo hier gerade jetzt ein paar mehr Menschen online sind, ihr dürft mich auch gerne abonnieren, solange das noch möglich ist. Normalerweise quengel ich nicht um gerne. Abos. Grüße aus Hamburg. Ja, schöne Grüße zurück. Ich quengel normalerweise nicht um Abos, aber solange es noch möglich ist. Hat meine Mutter mir auch heute noch gesagt. Okay, das muss ich mal eben kurz. Ich muss auch mal eben drehen. Einen Umblick, guckt euch das mal eben kurz an. Das ist pixelhaft. Ja, Dima, das weiß ich. Das habe ich mir schon gedacht. Meins ist nicht pixelhaft. Willst du mein Internet? Hab ich doch. Du hast mein Internet? Nein. Ja, wie gesagt, hier sind jetzt so ein paar Leute. Bin ich immer noch pixelhaft? Ganz so viele sind es hier. Vor allem, dass es nicht HD ist, ist wohl klar, ne? Das ist ja auch schließlich ein Livestream. Aber ich könnte normalerweise mal das Mikro auf unsere Seite machen, ne? Ja, wenn du mit uns redest, ne? Ja, das wäre mal ganz sinnvoll. Vielleicht, so. Ja, es ist schon traurig. Ich mach uns mal so, dass wir uns so sehen können. Ja. Ich gehe jetzt auch noch mit drauf, damit wird das auch ein bisschen eng hier, oder? Wunderschön. Ja. Ja. Ja, das sehe ich, wie ich das auch machen sollte. Mach da guck ich in die Richtung. Ja, komm. Also das Treffen ist noch bis 18:30 Uhr, ist noch Treffen, danach geht's los. Also ehrlich, so lange? Ja. Ich dachte, 18 bis 18:30 Uhr ist Treffen. Hätte ich das vorher, warte mal, haben die oben eventuell Take? Da fragst du mich was. Halt mal Trendy Ding. Halt mal eben bitte. Ja, das gibt's noch. Und halt mal eben, nee, ich will mit ihm zusammen. Boah. Zu, Leute? Ja. Also jetzt habe ich hier zwei Dinge. Ich weiß zwar nicht, in welches ich reingucken soll. Aber gut. Er will jetzt noch mal versuchen, Tape zu kriegen. Damit er sich den Mund zukleben kann. Dann wird das Reden sehr schwer beim Livestream. Also irgendjemand wird dann für ihn reden. Immer schreibt etwas, okay. Das ist aber. Jetzt habe ich hier zwei komischen Sticks und ich weiß nicht, welches ich zuerst nehmen soll. So, sonst kann ich mal eben bei Crazy Shit TV einmal umdrehen. Wow. Es sind nicht besonders viele da, aber ein paar. Es ist schwierig, hier zwei Dinger zu steuern. Wie gesagt, Crazy Shit TV ist gerade unterwegs. Oh Gott, sein Ding ist echt schwierig zu steuern. Meiner ist natürlich viel sanfter. Ich wechsle nochmal die Kamera. Jetzt wechsle ich bei mir mal die Kamera. Es ist noch nicht so viel los hier. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
bis hier ein bisschen was los ist. Einmal Kamera wechseln. Oh. Okay, meine Kamera nicht gedreht. Also Siebenburg schaut gesondert hin. So, jetzt. Siebenburg schaut gesondert hin. So. Buch. Soll ich noch ein bisschen. Ja, mal, ne? Ich habe mir auch ein bisschen Schale geschmissen. Ich hieß ja, man sollte ein bisschen in Schwarz kommen. Ich denke mal, das habe ich damit erfüllt. Ich habe hier noch einen Pullover drunter, den man vielleicht schwer erkennt. Ist aber auch aus Gründen. Ein bisschen kühl. Ja, ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich das gucken soll. Ich muss aber den so machen. Dann gucke ich die beide gleichzeitig. Ich schätze mal, es sind noch welche im Hauptbahnhof selbst drin. Weil, wie gesagt, es regnet. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt auf der Kamera sehen kann. Ich glaube nicht, es nieselt eher. Ja, das Wetter ist nicht das Beste, aber wir machen das Beste draus. Ist ja, ne, eine gute Sache eigentlich. Ob das jetzt was bringt oder nicht, ist eigentlich egal. Wir waren auf der Straße und das ist die Hauptsache. Steven, wir gehen beim Rüberzeug ja nur runter. Ja, nee, komm. Ey, da sind wir jetzt mit. Ich kann nicht beide. Das geht nicht. Das, nein, das geht nicht. Ja, ich muss doch mal die Hand wechseln, Junge. Was, wie schwer das Ding ist. Mann. Gibt er mir hier seinen Stick aller und... ja, ich weiß jetzt auch nicht, wo er genau hingehen möchte. Ich gehe mal, glaube ich, ein bisschen Schatten wollte ich sagen, in regenfreie Zone, aber das werde ich wohl so nicht hinkriegen. Also es wird immer mehr. Ich weiß nicht, es sind vielleicht 40 Leute oder so. Ich gehe mal eben kurz außerhalb hier. Mach mal ein Bild und weiter weg. Da bin ich wieder. So, live aus Bremen, Hauptbahnhof. Was eigentlich natürlich klar war, ist, dass heute nicht sehr viele kommen werden. Alleine schon aus dem Grunde, weil es regnet, es ist nass, es ist kalt. Hadusha, hey! Es ist nass, es ist kalt. Artikel 13 ist durch, viele sind enttäuscht. Ist klar, bin ich auch. Und deswegen schätze ich mal, werden nicht ganz so viele kommen. Ja, aber die kommen, das sind meistens die sich auch wirklich dafür interessieren. Und trotzdem noch zu diesem, naja, Artikel 13 Gegner, wollte gerade sagen, halten. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. Ich muss mir schon auf den Tränen, bis es losgeht. Da ist irgendwo ein Sprecher gewesen mit einem Megafon. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Aber Bescheid geben, wenn es losgeht. War klar, dass das passiert. Ja, das ist, ja, im Endeffekt ist es richtig, es war klar, fast klar. Das, was mich einfach mega stört, ist, es sind über 200.000 Leute allein an diesem Samstag am 23. auf die Straße gegangen. Ja, in Berlin, glaube ich, waren das 40.000, in Hamburg waren das 5.000 oder 6.000. Ja, europaweit über 200.000 Leute. Und die CDU, CSU ignoriert es komplett. Das kann es doch nicht sein, weil ganz ehrlich, also das ist doch nicht ganz normal. Ja, wie kann man bitte schön sowas ignorieren bei so vielen Leuten, die so, ja, was dagegen haben? Das ist für mich einfach ein Ding der Unmöglichkeit und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie die Regierung einfach stumpf das trotzdem entscheidet, obwohl so viele dagegen sind. Ich dachte immer, das ist im Interesse des Volkes, das ist nicht im Interesse des Volkes. Das ist rein Interesse der Lobbyisten und nicht des Volkes. Ja, im Namen des Volkes. Ich kenne dann den Spruch noch, da war in vielen Gerichtssälen, ja, wo das drin stand. Gibt es genug Kohle von Lobbyisten? Dann kriegen wir es mal eben durch. Das Gefühl habe ich mir getan. Ja. Einfach unglaublich. Einfach durchgedrückt. Der Einzige, der das noch verhindern könnte, wäre theoretisch Merkel. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie ihre eigene Partei in die Pfanne haut, indem sie das dann noch abwiegelt. Es gibt natürlich noch die Alternative, dass sie das zurückziehen. Das ist unser scheiß Staat. Das ist wohl wahr.
Ja, das geht nur rein im eigenen Interesse. Ja, es geht nicht darum, was die Bevölkerung möchte oder was für Bedenken wir haben. Es ist ja so, dass wir haben nichts direkt gegen Artikel 13 oder den Artikel 17 ja jetzt genannt, direkt, sondern bei der Umsetzung. Ja? Die Regierung wissen gar nicht, wie das umzusetzen ist, wie das machbar sein soll, sagen aber, in 2 Jahren sollen zusehen, wie sie es hinkriegen. Das ist genauso wie, als würde man sagen, wir setzen ein Gesetz durch, dass, wir Raumschiffe bauen sollen. Keiner weiß mal, wie sie ins Weltall gehen oder wie sie da zum Mars fliegen. Ja, als würden wir, das müssen wir nächstes Jahr zum Mars fliegen. Keiner weiß, wie wir das machen sollen, aber es ist ein Gesetz. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert nicht. Das sind Sachen, wo ich mir sage, die Regierung denkt nicht drüber nach. Ja, die kriegen, was er Trupp will. Nur so Trupp will? Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Jetzt bin ich aber gerade aus dem Konzept gekommen. Es ist einfach eine Lobbyistenarbeit. Ja, es ist für mich ungeheuerlich, wie eine Regierung im EU-Parlament dafür stimmen kann. Ja, und man kann sich die Liste auch angucken. Ich glaube, Julia Reda auf Twitter hat sogar geteilt oder getweetet, wer alles von der CDU und CSU dafür war. Ich glaube, nur ein einziger war dagegen und ein SPDer war dafür, alle anderen dagegen oder haben sich enthalten oder waren nicht da. Ja, CDU, CSU. Ihr wisst Bescheid, nie wieder CDU oder CSU. Unglaublich. Wie gesagt, ich könnte da echt kotzen. Ja? Einfach ignorant, stumpf, jetzt durchmachen. Das Schlimmste ist, die haben ja auch noch diese Gala vorgestern gehabt, einen Tag vorher. Ja, eine Gala zum Essen eingeladen von den Lobbyisten. So, muss ich da noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ja, und dann heißt es, dass wir Demonstranten dafür bezahlt wurden von der NGO, dass wir zur Demo gekommen sind mit 450 Euro. Also ich war in Bremen und ich war in Hamburg. Das sind 900 Euro. Habe ich bis jetzt immer noch nicht auf dem Konto. Aber vielleicht will der CDU das ja für mich zahlen. Weil wenn wir der Meinung sind, sollen sie auch zahlen. Über 1000 oder 900 Euro würde ich nicht beklagen. Ich wäre auch so zur Demo gegangen. Also, ach, Trump. Ja, was der Trump will, ist Deutschland scheißegal. Das hat mit Trump zum Glück nichts zu tun. Na, also, wenn Trump, der will, das ist eigentlich wurscht. Es geht eher darum, was Putin, beziehungsweise was die Pipeline angeht. Da ist noch was gewesen. Ich habe mir das jetzt noch nicht mal durchgelesen, weil das war einfach zu viel. Ich muss jetzt eben los. Aber irgendwas war da noch, dass irgendwas mit der Pipeline, dass die Regierung was dafür gestimmt hat, wegen der Pipeline oder irgendwas, dass sie da dafür waren, weil sonst irgendwas, ne? Keine Ahnung, was man da so sagen soll. Ich habe das nicht ganz durchgelesen, aber ja. Und Robin habe ich gerade noch gesehen. Ist gerade hier lang gedüst. Ah, da kommen sie. Okay. Da sind sie ja wieder. Ja, wir haben Themen gemacht. Halt mal kurz. Also ich frage mich, ein Video, ein Livestream machen möchte, um dir den Mund zu machen möchte. Das frage ich mich auch. Ich möchte gar nicht reden, das ist so ein stummes Video. Ach, ein stummes Video? Ja, das ist ein stummes Video. Dann wird es ein gutes Video. Sorry. Ja, was schreibe ich denn da drauf jetzt? Wie nennt sich das noch? Ich habe einen guten Spruch. Warte mal. Uah. Warte mal. Warte mal drauf gerade. Mann, was fängt das von uns denn ein jetzt? Keine Wurz? Meinungsfreiheit. Richtig, Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Alter, Meinungsfreiheit, was ist da drin? Bitten wir einmal im Kopf. Also, er möchte sich jetzt ein Tape ums Mundwerk packen. Die beste Idee, die er jemals hatte. Du hättest Panzertape nehmen sollen. Nein, es gab es nicht. Das war das Fenster. Los, nee, nicht wirklich. Also, das sind, glaube ich, 70 Leute. Du musst ein Kreuz machen, ne? Du musst ein Kreuz machen, hier noch was mit. Über deine Augen. Und die Augen, wollte ich gerade sagen. Nichts sehen, ach ja, um die Ohren auch. Nichts sehen, nichts hören. Meine Schrift ist beschissen, mach du mal. Alter, wie soll ich das jetzt machen? Ich halte auch was in der Hand. Kannst du den nicht spiegelverkehrt? Oh, da oben nicht anfassen. Hier. Da oben? Ja, genau. Da geht's? Ja. Achso. Hättest du es nicht vorher da drauf lassen können? Mann, dann mach das doch erst hier drauf. Wo ist das Problem, Mann? Mal, fangen wir mal erst ab da an. Was hier? Warte, nein, fangen wir da an. Ich wollte gerade sagen. Dieser Marker ist nicht so gut. Vielleicht erstmal hier drauf abfärben. Was ist die denn her? Was ist das für ein Marker? Warte.
Du hast einen kaputten Marker gekauft. Muss man den vielleicht erstmal anlecken? Ich war gerade da, aber meine Kopfhörer. Da ist genug Wasser auf dem Boden eigentlich. Er hat momentan ein bisschen, ich weiß nicht, wo er hin filmt. Ich auch nicht. Ja, dies ist schwierig, ne, mit zwei. Schön, und ich nehme den gleich in den Mund. Den einen finde ich schwierig genug. Das gibt's doch nicht, mehr her. Was? Die sind für dich da. Aber nur für dich. Hä? Permanentmarker, das kann man nicht sagen. Ich bin wieder ein Filzstift. Vielleicht haben sie ihn sogar weiß. Das kannst du knicken, Alter. Was ist das denn für ein Mann? Wo hast du den gekauft? Ein Euroladen. Ein Euroladen. Soll ich noch irgendwas dazu sagen? Oh, der malt. Muss rot sein. Das sieht man dann aber nicht so. Ist mir egal, ob du nicht rot hast. Aber dann muss ich. Das ist keine Demonstration. Ja, das kann man sehr schlecht schreiben. Halt mal bitte kurz. Kann man auch so nehmen, ne? Ich wollte dich jetzt da festhalten. Der hat mich angesammelt. Ich hab dich gar nicht angesammelt. Oh, Digga, du hast mich. Tja. Nein. Ihr könnt ja gar nichts, Jungs. Wer sagt der nichts macht, ne? Der ist immer rasieren sollen, der hätte doch was. Gut. Ist dein Pimmel wieder? Oder bist du noch nicht bereit für den Pimmel? Ach so, du darfst nicht sagen. Ach so. Den Pimmel nimmst du nachher. Kann man das lesen? Ja, das kann man lesen. So, einmal. Wow. Einmal so und jetzt hier rüber. Der Spiegel verkehrt, ne? Scheiße. Na egal, steht Meinungsfreiheit drauf. Also ich will noch mal kurz zwitschen. Es sind noch ein paar mehr angekommen, glaube ich. Es sind nicht viele. Ich hatte mit mehr gehofft, aber gerechnet, dass nicht so viele kommen, weil, naja, Wetter ist ja, ich glaube, die Wolken sagen alles. Was will der? Ach so, ich soll reden. Ach so. Ja, dann mache ich meine Kamera mal runter, wieder zurück. Oh, ich habe die falsche Seite an. So, da bin ich da. So, dann kann ich jetzt auch mit zwei Kameras reden. Also, wir sind auf Twitch. Nee, auf Twitch und auf YouTube online. Ne? Beide Plattformen ausgedeckt. Und ja, haben ungefähr die gleiche Zuschauerzahl. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, es kommen noch mehr. Weil, ja, vielleicht ermutigt ja das die anderen demnächst. Weil es werden noch mehr Demos geben. Das wurde schon angekündigt. Also es bleibt nicht beim Trauermarsch, sondern es wird auf jeden Fall noch Demos geben. Okay, ich soll vorlegen. Sag dem Polizisten mal hinten, das lese ich nicht laut vor. Möchtest du laut vorlesen? Sag dem netten Herrn. weiterhin, dass er bitte weggehen sollte. Okay. Das werden wir natürlich nicht tun. Das hat auch nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun, ne? Das ist... Leider könnt ihr nicht lesen, was da jetzt stand, weil es war auf YouTube, aber ich... Achso, warte. Kann man das überhaupt nicht? Warte. War doch schon. So, da könnt ihr das lesen. Spiegelverkehrt, macht aber nichts.
Dann müsst ihr Bild speichern und dann umdrehen. Genau. Screenshot machen. War nicht nett. Ja. Also sowas, die, sowas sagen wir natürlich nicht. Das hilft auch nicht. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, wie spät haben wir das eigentlich? Hatte meine Uhr zufälligerweise in der Hand? Ja, noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten, dann sollte es losgehen. Der Trauermarsch soll wo genau jetzt lang gehen? Also ich weiß auf jeden Fall beim Gebäude des Grünen. Und dann werden wir eine Schweigeminute einlegen. Hin und zurück. Hin und wieder zurück. Also es soll bis 19 Uhr gehen, ne? Bis 19:30 stand da im Netz. Ja. Also ich habe mich auch gewundert, deswegen. Stand, also es war ja eine Liste drin. Ne? So, es war eine Liste drin. 18 bis 18:30 Treffen, 18:30 bis 19 Uhr Marsch und 19 Uhr glaube ich beim Gebäude und 19:30 wieder hier. Irgendwie sowas war das. Also eine Stunde soll komplett nur das Laufen sein anscheinend. Ja, ich weiß auch nicht. Wir waren da 10 Minuten hin. Also ich denke mal, das hey, wie viele Schätze sind da? Also ich schätze mal so 50, 40. Es sind nicht viele. Ich mach mal eben. Leider sind nicht so viele da, wie ich gehofft hatte, aber wie ich geschätzt hatte. Weil das Wetter ist nicht das Beste. Ich glaube, ich muss doch so halten, weil sonst ist das Bild zu dunkel. Das Wetter ist auf jeden Fall nicht das Beste. Und hab damit gerechnet. Wenn es jetzt Sonnenschein wäre, ich glaube, dann wäre hier der Markt vielleicht voll nicht unbedingt, aber es wäre auf jeden Fall viel mehr da. Aber gut, eine Minute haben sie ja noch, bis sie herkommen. Und vielleicht kommen noch welche dazu, während wir laufen. Verleitet jetzt eigentlich das Ganze? Dann ist ja gut, wenn das nicht alles gemeint ist. Das, das Wetter passt doch einfach. Ja, Marcel, das ist wohl wahr. Das Wetter passt. Das ist wirklich... Was soll man dazu sagen? Es ist ein Trauerwetter. Ne? Und das passt eigentlich schon. Natürlich für die Demo wäre es besser gewesen, wenn es wärmer wäre, zum Beispiel. Oder weniger Regen. Weil. Ja. Darfst du das bei Twitch sagen? Was? Meine Meinung? Wetter? YouTube? Egal. Regen? Warum Leute deswegen gebannt? Ah. Okay, sag ich lieber nicht, wenn ich dafür gebannt werde. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, worauf er hinaus möchte. Wo seid ihr? Wir sind am Bremer Hauptbahnhof. Bahnhofsvorplatz. Bahnhofsplatz. Es steht zwar Bahnhofsvorplatz, aber da steht ein Schild Bahnhofsplatz. Ne? In Karlsruhe habe ich den Vorschlag gebracht, dass man auf dem Platz der Grundrechte und das Schild der Meinungsfreiheit Kerzen aufstellt. Eigentlich eine gute Idee, muss ich sagen. Eigentlich eine gute Idee, weil das geht ja um die Meinungsfreiheit. Das ist ja das hauptsächliche Thema, warum wir hier eigentlich da sind und warum wir eigentlich auch die ganzen Wochen lang alle demonstriert haben. Ah, okay, ein Kumpel, Stefan Rahr, streamt auch von Bremen. Ach, Stefan Rahr, der hat beim letzten Jahr auch schon mal von Bremen ausgestreamt. Ich glaube, ich weiß nicht. Sind auch noch 250. Weiß ich nicht, ob der das ist, warte mal. Ist der das? Ich glaube, ja, das ist er. Hat er das angemeldet? Ja. Kurzfristig, ja, hat er angemeldet. Was meinst du, warum nicht so viel Polizei ist? Bestimmt nicht, weil, sonst hätten wir uns, so eine öffentliche Versammlung ist eigentlich nicht ganz erlaubt, das hat er sich angemeldet. Ich ruf ihn doch einfach mal. Geht es nicht. In München sind 250. Ja, ich wäre froh, wenn es hier auch so viele wären. Zumindest die Hälfte wäre ich schon zufrieden. Ja, mit 100, 125, 150 wär ich schon gut zufrieden. Oh. Seht ihr das hinter mir, was da kommt? Könnt ihr das sehen?
Ach nee, warte mal. Ach scheiße, das ist eine Leuchte. Ich dachte, es kommt die Sonne raus. Ich habe mich schon gefreut. Aber ich sehe gerade, dass es hier so reflektiert. Da. Und dachte, das wäre die Sonne, die über das Dach da hinwegkommt. Ach, das, das können wir so sagen. Ja, kommt die Sonne raus, ne? Ey, es wird schönes Wetter. Kommt Leute, kommt alle her. Hey, Fußball. Ach so, er soll das machen. Was soll ich machen? Steffen raus und rufen. Die Frage, ob er das ist. Er droht die Ode. Keine Ahnung, wer das ist, Mann. Sonst könnt ihr ihn ja mal schreiben. Dreh dich mal um und sag, hallo, schreib ihn das mal. Mal gucken, ob er es macht. Genau, hier auch. Ich schau grad, wo er ist. Sehr gut. Ja, es ist. Ich muss ein bisschen höher gehen, weil man, ich merke schon. Was hat eigentlich von meinem Outfit? Ist das so angenehm? Ist das trauermäßig genug oder in schwarz, so wie es sein sollte? Ich hab mir sogar, peinlicherweise. Oh, tiefer geht nicht. Okay. Es geht nicht tiefer, weil ich mein Kabel da habe. Oder? Warte. Ja. Ich hab mir sogar die Hose angezogen. So, ich habe mir sogar die Hose angezogen. Hier los. Ah, okay, der hat sich der Hand aufgeschürft. Ja, ein bisschen. Hat sich ein bisschen geritzt. So. Guck mal, der ritzt sich. Der ist so verzweifelt, der Typ. Warte, oh. Ja, solltest du seine Arme sehen, ey. Hat er sich geritzt. Er ist so verzweifelt wegen Artikel 13. Das ist unglaublich. Ich soll jetzt einen Finger da reinstecken? Schwanz. Nee, Digga. Das ist nicht in deinen Hals rein. Das sieht ja so aus, als würde er wollen, dass ich seinen Finger da unten reinstecke, oder? Unglaublich. Unglaublich. So, wir haben's. Wie kann man das sehen? 18:35 Uhr. Ja. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt losgehen. Ich glaube, er hat auch schon Bescheid gesagt beim Organisator. Ja, die Polizisten meine ich jetzt, haben schon Bescheid gesagt. Ich habe das jetzt mal so halb abgemacht. Was haben die Bescheid gesagt? Bei dem Typen hier. Ich mein, dass es wohl jetzt langsam losgehen. Ich meinte damit, ich habe mir sogar den Mund zugenäht, deswegen. Ach so. Mann, das ist ja wohl nicht so schwer zu verstehen. Dann geh ich. Ja, das wäre gut. Ja. Koordinaten im Chat schreiben? Ja, wo der Typ ist. Ach so. Wilmer Hauptbahnhof. Ich mach mal wieder ein bisschen weiter runter. So. Also die Koordinaten bringen eigentlich nichts, weil es werden die gleichen sein, die auch haben. Vielleicht lauf mir Richtung Bremer Rathaus oder was. Nee. Ich glaube, der ist auch gerade beschäftigt, weil ich glaube, ich jetzt gleich losgehe. Bin ich der Meinung. Ja. Also irgendwie hatte ich ihm gerade was gehört, dass es wohl jetzt losgehen soll. Jetzt mal ganz kurz. Okay. Und deswegen, Digga, halt mal. Nein, da seien sie. Ich denke mal, dass es jetzt losgehen wird. Zumindest sind die Polizisten jetzt schon mal nach hinten gegangen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zum Organisator gehen. So, dann kann ich nämlich nebenbei auch noch ein bisschen reden. Das wäre nämlich sehr blöd, wenn ich nicht reden könnte. Gerade eben hatte ich ja noch Steven neben mir und Miguel, aber die habe ich gleich immer noch neben mir. Aber ich will vielleicht auch noch nebenbei etwas mit dem Mund machen, zum Beispiel das, was er da gerade macht. Geh nicht weg! Wie lange macht ihr schon YouTube? Ich jetzt seit etwas über einem halben Jahr. Und Steven, wie lange machst du schon YouTube? Seit 2000... Boah, wie lange mache ich das jetzt? Ich glaube 16. Genau, und ich hatte da leider eine Pause drin von 4 Monaten. Ja, da gab es so kleine Zwischenfälle, dass ich noch ziemlich viel Privates am Hut hatte und daran lag es. Ah, Marcel, danke für den Horst. Ja, sehr gut. Horstet, hier. Wicker, zick. Ach so. Ja, ich mache das seit ungefähr, glaube ich, 2016 oder 15, habe ich mich angemeldet. Der Stefan steht vor so gelben Torbögen. Was stehe ich? Du stehst vor so gelben Torbögen. Achso, der andere Stefan. Hey, Jung. Habt ihr vielleicht eine Zigarette oder so? Das ist hier vielleicht oder Tabak. Ich kann dir ein bisschen Tabak geben. Kannst du drehen? Ja. Ein Schritt zurück, dann hast du ein paar Bild. Da werden wir hier angesprochen von irgendwelchen Kennern in Zigaretten. Also ich hasse sowas, ne?
Ja. Wie gesagt, ich habe YouTube irgendwann angefangen, mit Minecraft hatte ich, glaube ich, angefangen gehabt. Fand ich ja, ganz Minecraft. Und hatte dann kurze Pause drin gehabt. Aber ich muss dazu sagen, ich bin hauptsächlich auf Twitch unterwegs, so wie jetzt auch gerade. Ich sag's einfach mal, wie ich es ungern tue, LP7. Ne? Hey, keine Schleichwerbung. Ja, machst du bei mir doch auch. Habe ich gar nicht gemacht. Crazy Shit TV, bloß abonnieren. Ja, genau. YouTube natürlich, ne? Ja. Ganz so, wie es geschrieben wird. Crazy Shit TV. Naja, auf jeden Fall habe ich damit angefangen und bin dann erst zu YouTube gekommen. Ne? Weil, ja, Videos hochladen konnte ich damals bei Twitch nicht. Nur Livestream und das geht zwar jetzt auch, aber... Geht das? Ja, ja, du kannst bei Twitch jetzt genau das gleiche machen wie bei YouTube auch. Videos hochladen. Ja. Aber damals ging das halt nicht und ja... Jetzt geht's auch, aber ich bin dann bei YouTube geblieben, was Videos hochladen angeht. Was Livestream angeht, bleibe ich auch bei Twitch. Definitiv. Mir ist es egal, ich mache alles überall. Ja. Ja, ich wollte nicht zu viele Plattformen. Ne? Ich wollte mich auf zwei konzentrieren, ja. Auf YouTube, auf Twitch. Twitch bin ich drauf gekommen. Wegen Livestream, das wollte ich immer schon mal gerne machen. Ich kann ja auch mal die Kamera einmal wenden. Ja, dann rede ich mit euch. Er hat OBS, ich weiß gar nicht, streamst du mit OBS, Jan? Ja, ja, ich streame genau. OBS. Und ich habe auch OBS. Ja, also auf dem Handy wollte ich mir Streamlab drauf machen für den Stream, aber das ging nicht. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, das bricht ab, kackt ab. Jetzt nutze ich original Twitch-App und zu Hause nutze ich halt OBS. Ja. OBS ist das Geilste. Von das Neue jetzt kann ich sogar von einem PC auf den anderen senden per Netzwerk das Bild und dann streamen. Das heißt, mein Haupt-PC ist ein bisschen entlastet, wenn ich große Spiele spiele. Super. Also ich kann OBS nur jedem empfehlen. Wenn er Minecraft mit Server spielt. Ja gut, dafür habe ich noch einen PC. Oder wenn er Minecraft online spielt. Ja, dafür noch extra PC. Kannst du hier einfach zwei Grafikkarten nehmen? Das Problem mit doppelter Grafikkarte habe ich damals gehabt. Hat Performance voll weggezogen. Und zum Beispiel Arma 3 funktioniert da nicht. Ich habe Arma 3 probiert mit zwei großen Grafikkarten damals. Und das Spiel war schlecht. Es war am Ruckeln, hatte keine 30 FPS. Habe ich die Karte rausgenommen, hat die auf einmal 40 FPS, lief sauber mit hoher Auflösung. Weiß ich nicht, wahrscheinlich hat das Spiel das nicht abgekonnt. Und jetzt habe ich mir halt die Vega 64 geholt und das kann eh alles spielen. Und damit habe ich das. Ja. Und in der zweiten PC ist halt eine X480, die kann gut kodieren. Bis Freitag muss ich wissen, welche scheiß Karte ich mir kaufe. 2300 Abos ist gut. Bis Freitag muss ich wissen, welche Karte ich mir kaufe. Achso, ja, du wolltest ja wissen. Entweder Leute, was würdet ihr empfehlen? Ich muss morgen nicht arbeiten. Doch, ich muss morgen noch arbeiten, aber das ist mir eigentlich egal. Oh, danke. Dann gehe ich halt ein bisschen später ins Bett. Ne? Das ist mir hier schon sehr wichtig. Guck da mal rein. Du sagst, RTX 2060 oder eine Vega 64? Alter, was würdet ihr ihm empfehlen? Uhr. RTX, was wie lange ist 2060? 2060 oder Vega 64? Also vom Preis her liegen sie sich fast gleich und von der Leistung her eigentlich fast auch. Ich würde die Vega 64 nehmen. Wobei, ich eigentlich auch. Aber die RTX hat halt dieses Raytracing, was er nicht braucht und was AMD demnächst auch haben wird. Durch Windows 10, DirectX 11, Raytracing. Und ja, der Duscher schreibt Vega. Ja, hab ich auch drin. Hallo. Ja, Vega, wie gesagt, hab ich auch drin. Vega 64. Bin beruflicher Videojournalist. Was macht man denn? Videos journalieren? Du warst, wo wir in Hamburg waren, ne? Der Kameramann zum Beispiel. Ja. Ah, okay. Ja, ich weiß wo. Ja, wie gesagt, also wir stehen hier immer noch. Ja, und es ist 1842. Blaulichtreporter. Ach was. Nein. Schwarzwald TV, das kommt mir aber auch irgendwie bekannt vor. Nein. Blaulichtreporter, das sagt mir sogar was. Ja, sagt, der Blaulichtreporter. Ihr seid auch auf YouTube, oder? Sehr geile Videos. Ja, er ist auch auf YouTube, wir sollen mal reingucken, Schwarzwald TV. Ja, irgendwie kommt mir auch bekannt vor. Irgendwie kam mir das echt bekannt vor. Ja. Gut, wir schweifen ab von Artikel 13 auf Grafikkarten. Komisch, oder? Ja, komisch. Ja, es geht momentan hier halt nicht los. Ne? Also ich denke mal, wir warten hier noch auf ein paar Leute, dass sie noch kommen. Ob sie jetzt noch kommen, ich schwenk... Was macht der denn jetzt? Ja, ich kann auch noch mal hier so ich rum. Schwenk mal rum. So sieht das Ganze gerade aus. Ein paar Leute sind da. Ja, es sind ein paar da, aber... Das ist quasi eine Vorwarnstelle. Was denn? Was für eine Demo das ist, ne? Also das ist keine direkte Demo, das ist ein Trauermarkt. Deswegen sind die meisten auch in schwarz gekleidet. Okay. Es geht um Artikel 13, was das Europaparlament entschieden hat, um die zum Beispiel Urheberrechte vor. Ja, verstehe. Genau, das, was gerade in den Medien ist. Genau, wo sehr wenig darüber berichtet wird und meistens nur das, was
naja, gehört werden soll, aber was dahinter steckt, ja, dass die Meinungsfreiheit dadurch eingeschränkt werden kann und so weiter. Es kann alles gefiltert werden, was du hochlädst. Ja, ich weiß, boah, das wird doch so schon gemacht. Ja, natürlich, aber so wird es offensichtlich gemacht, legal. Ja, legal, das stimmt. Ja, und gestern hat das EU-Parlament, CDU, CSU, dafür gestimmt. Ja, und mit 370 zu 280 ist es, ja, ist es genehmigt worden. Genehmigt, genau. Und das Einzige, was auch jetzt daran gehindert werden kann, ist jetzt, dass der Ausschuss bzw. Beirat, glaube ich, heißt das, auch wo die Merkel mit drin ist, das noch abwiegeln kann. Bundesrat wahrscheinlich. Genau. Das Problem ist, die CDU, CSU hat dafür gestimmt, hat auch gewonnen. Und welcher Partei ist Merkel? CDU, CSU. Ja, meinst du, die fällt mir in den Rücken? Niemand. Niemals. Also es wird sein, dass es auf jeden Fall durchkommt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und keiner weiß, wie es gehen soll. Selbst die Kritiker, die keiner mehr durch. Nein. Was da genau passiert. Definitiv nicht. Ja. Danke für die Auskunft. Kein Problem. Danke, ebenso. Wir helfen doch gerne, wenn jemand noch nicht da ist. Ich hätte mal die Kamera umschwenken sollen, ne? Vielleicht wollte er auch. Ja, wer weiß. Deswegen, ne? Aber gut. Es wäre so schön, wenn das jetzt die Sonne wäre da hinten, ne? Aber das sieht so cool aus mit dem Schein da hinten. Es gibt auch Artikel 13 Demos in Frankreich. Er war einer der ersten, die darüber berichtet hat. Ach, was? Ja, genau. In Frankreich mit Gelbwesten? Ja, 11 Tage vor der Tagesschau. Ich bin ganz ehrlich, das wundert mich nicht. Weil man hat die Tagesschau dann überhaupt darüber berichtet. Zuerst war es nur auf YouTube, wo die Tagesschau überhaupt darüber berichtet hat. Es geht los. Ja, und dann auch ProSieben. ProSieben hat auch ganz klar ihre Meinung gesagt, sie sind gegen Artikel 13, das hat ProSieben gesagt, aber viel zu spät. Ja, da war das eigentlich schon rum. So. Also mit der Musik muss ich mal eben sagen, ne? Das ist auch scheiße. War aber glaube ich zu kurz, um da rauszukommen. Man sieht, die meisten sind in Schwarz gekommen. Das hört sich voll eklig an. Ja, es ist halt eine Trauermarsch. Ne, achso, halt hier mal so ein bisschen weg, dass wir nicht unbedingt den Typ finden, der auf dem Boden liegt. Liegt hier einer? Ja, hier lag da immer. Liegt da immer noch mehr? Okay, hier ist einer umgekippt, hier ist der Krankenwagen. Aber es hat mit uns nichts zu tun. Nein, nein, das ist nicht von uns. Dann schwenke ich mal in die andere Richtung. Da ist noch einer, der gerade aufnimmt. Wir helfen auch gerne anderen Leuten. Ja. Folgt ihm, falls ihr wisst, wer es ist. Es soll allerdings wohl auch noch eine weitere Deutschland-Europa-Demo-Tag ähnlich geben. Das habe ich wieder auch mitbekommen, die Demo, wie gesagt. Das ist mir auch bekannt. Und ich denke mal, wenn das hier in Bremen oder Hamburg sein wird, oder Hannover, irgendwas so in der Gegend, auf jeden Fall bin ich dabei. Und ich denke mal, Crazy Shit hier ist dabei. Ja. Miguel ist auch dabei. Miguel ist auch dabei, definitiv. Die hat zu viel Zeit jetzt mal. Ja. Da sind wir dabei. Das ist lieber. Wir lassen uns mal lieber. Ja. Ist ein Trauermarsch, ganz definiert. Geh mal. Ja. Es werden schon Kerzen angezündet. Kerzen hätte ich doch mitnehmen wollen. Ja. Hier war der nächste Film durch. Ja gut, okay, dann weiß ich nicht mehr Bescheid. Stefan ist 10 Meter vor. Aber wir demonstrieren nicht, sondern wir machen dann einen Trauermarsch. Das durchgesetzt wurde gestern. Ja, die Kerzen wurden auch schon angezündet. Ich hatte leider keine mehr zu Hause. Ich hätte ja gerne eine geholt, aber ich hätte leider keine Zeit mehr. Ja. Ich habe gesagt, ich habe welche mitgenommen. Warum hast du keine mitgenommen? Weil du gesagt hast, dass wir uns welche holen. Ja, habe ich auch gesagt. Top. Aber du hättest auch auf die Uhr gucken können und denken können. Ja, das kennt sich. Auch hinter uns sind noch ein paar Leute. Wir haben auch schon ein Test mitgenommen. Ja. Für alle die es nicht geschafft haben,
nicht konnten, sind nass, sind alter. Habt ihr jetzt auf jeden Fall die Gelegenheit. Ja, wir sind hier, Leute sind hier sehr deprimiert und ich weiß gar nicht, ob man ein Kreuz mitgebracht wurde, das eine oder andere. Es wurde ja auch gesagt gehabt, ob man jemand schaffen könnte, einen Sarg zu bauen. Das wäre geil, aber in so kurzer Zeit. Mit einem Router drin. Wäre geil gewesen, hatte erst überlegt, ob ich mir eine Kappe schnell hole. Uiuiui. Feuerhydrant. Aber ich alleine schaffe das nicht. Wie soll ich so einen Sarg bauen, Alter? Wir hätten nein. Auch. Weißt du, was wir hätten gemacht? Wir sind alten Bruder, nehmen wir sich immer noch ein zu Hause gehabt. Wir hätten einfach einen Karton genommen, hätten da Sarg drauf geschrieben und dann hätten wir den da vorne, hätten wir den Ruder so mit Bändchen, so vier Seiten, so mit vier Wand. Ja, ich wollte auch helfen, mit Bändchen, mit so Holzstücken, Holzstäbchen. Ja. Das wäre geil gewesen. Und dann hier vier Leute, vier Stäbchen. Ja. Das wäre geil gewesen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Egal, vielleicht finden wir noch irgendwo einen anderen Bauermarkt, wo wir das machen können. Ja, es wird auf jeden Fall noch eine Demo geben und ich denke mal, da kann man es auch noch mal machen. Oh, hier ist mein Lieblingswaffenladen, hier kommt mal ein. Hansa, ja. Zumal ich gehe gar nicht in einen anderen Waffenladen. Ich hoffe, das erschreckt jetzt keinen. Guck mal, da ist die Schüttel. Ich schieße mit 7,5 Joule zur Heimverteidigung mit Gummi gekommen. Das ist jetzt neu, offen sind dort alle. Aber nicht mehr lange. Top, jawohl. Ich muss hier bestimmt wieder ablegen. Wenn das wieder was ist. Nein, natürlich nicht. Das heißt dann ja, die ist nicht mehr erlaubt in Deutschland. Die könnt ihr jetzt freiwillig abgeben. Boah. Es ist doch kalt, ich hätte mir noch eine andere Jacke anziehen wollen. Aber ich habe einen Pullover drunter, ich habe noch ein Hemd drunter. Wie gesagt, es geht. Ja. Ich bin froh, dass wir uns bewegen können. Also, auf der Straße geht es momentan nicht. Wir sind auf dem Fußweg. Aber das ist auch okay. Ne, wenn es jetzt mehr gewesen wäre, hätte man es wahrscheinlich noch auf der Straße verlegt. Aber bei so wenig Leuten. Ah, ja, ne, ich schätze mal, ja, ich sag mal 40, 50 sind es. Ja, schauen wir mal. Wir werden gleich bei irgendeinem Politiker, bei den Grünen war das. Krüppel. Ein, ja. Wie heißt das? Was? Was wir bei den Grünen machen wollen, nicht Trauma, sondern Schweigeminute. Schweigeminute, Entschuldigung, genau. Das ist die Trüpel, die Blöde. Ach, Trüpel. Von den Grünen, ah, okay. Die dafür gestimmt hat. Kulturausschuss. Ah, ja, super. Dann gehen wir genau bei der richtigen hin. Richtig erkannt. Richtig erkannt. Und bei der richtigen Partei, die sich nicht mehr dazu geäußert haben. Obwohl die Grünen ja unseren Protest unterstützen, auf Bundesebene. Ach. Die Bremer trauen sich nicht, sich dazu zu äußern. Ja, jetzt kann man wohl denken, warum, ne? Ja. Ja, kein Rückgrat. Nee. Definitiv nicht. Die einzige, muss ich sagen, die wirklich Rückgrat zu Artikel 13 hatte, war die Julia Reda und Timo Wölken. Das waren meines Erachtens die einzigen, die überhaupt offen darüber geredet haben und offen das im Netz alles preisgegeben haben. Ne? Und offen. Ja, das ins Tageslicht gebracht. Von Julia Reda, die hat das, glaube ich, als erstes gemacht. Ja. Ja. Ich kann mich nur darüber aufregen, dass das alles so verschwiegen wurde. Und ja, die einzige, Julia Reda ist die einzige zum EU-Parlament der Piratenpartei. Es gibt nur sie. Und das ist schon traurig. Das ist genau so eine, die einzige ist. 50 Meter vorne, ja. Das ist zu weit. Die das veröffentlicht hat. Aber veröffentlicht in der Öffentlichkeit. Hinter uns sind ein paar Leute, vor uns sind ein paar Leute. Aber ich denke mal, 50 Leute sind bestimmt. Gib mal Gas. Nee, wir treffen uns ja gleich wieder. So, komm mal. Ich hab auf Englisch angefangen. Kannst du dein Ding? Ich kann nicht sofort. Ja, das tut. So dringend sofort. Wir müssen tatsächlich an der roten Ampel halten. Das gibt's ja gar nicht. Ja, es ist keine Demo. Genau, es ist keine Demo, es ist einfach nur ein Trauermarsch. Das möchte ich nur noch nicht öfter erwähnen. Es ist halt keine Demo. Ich habe bei mir auch reingeschrieben, Trauermarsch. Ich habe auch Trauermarsch. Ja, hast du? Okay. Ich muss sagen, ich kann mir auch mal gucken. Ich habe, glaube ich, 300 Nachrichten bekommen
So. Hm, naja. Wir haben grün. Wie man sehen kann. Ah, die Polizei fährt aber auch da lang. Ja, wir haben grün, wie man sehen kann. Ne? Also wir haben legal. Auf jeden Fall Begleitschutz. Genau, wir haben Begleitschutz, die Polizei. Ja. Das ist schon mal, oh, Einsatzleitung oder Fußball. Nee, ich war falsch. Uns jemand umbringt. Oh, das habe ich nicht falsch. Hier ist ein kleiner Stau. Ich dachte, wir haben Grün. Der Helmschild passt, glaube ich, nicht mehr. What? Okay, es tut mir leid, dass ich gerade kurz abgehört habe. Ich schalte es hier und falle es für mich. Also bei mir sagt er noch, ich bin online. Bin ich noch online? Ja. München sind mittlerweile 500. Was? Ja, steht hier. Okay, also München sind wohl ein paar mehr als wir. Ja, ist auch eine größere Stadt, ne? Also wenn das mit 500 stimmt, alter Falter. Wobei ich ein bisschen traurig bin, von hier aus... Wo ist denn eigentlich noch überall ein Trauermarsch? Oh, ist das so nur in Bremen-München oder wo ist das noch? Ich meine, wir waren hier 7.500 Leute zur Demo. Da hätten wir wenigstens noch 1.000 Leute herkriegen können, um zu trauern. Ja, aber guck dir das Wetter an. Das Wetter war da auch ein bisschen besser. Ja, aber selbst da war das Wetter auch nicht ganz im Falle. Das hat sich nur durch Zufall aufgeklärt. Ja, das ist schon wahr. Hoppala. Ja, bist on. Sehr gut. Also den Veranstaltern nach sind es jetzt 500. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Wisst ihr denn, wo noch Veranstaltungen sind? Also Trauermarschmäßig? Schon wieder Verbindung abgebrochen. Was ist denn los? Genau. Wenn das jemand weiß, ist mein Kumpel. Und sind ja nur wir. Ich bin ja mal gespannt. Also München weiß ich, Bremen weiß ich. Ja, so kommt. Wird schon wieder abgebrochen. Was ist das denn hier? Also ich bin noch online, wie ich gerade mitgekriegt habe. Ja, ich weiß, dass schlechte Verbindung ist. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe eigentlich LTE benutzt. Wir sind gleich. Wo sind wir hier? Einmal. Ich muss natürlich ein bisschen drauf achten. Es sind sie wohl in 7 Städten, darunter Luxemburg, Demos. Ah, okay. Gut, ich glaube nicht, dass es eine Demo ist. Ich glaube, es ist eher ein Trauermarsch, oder? Oder ist es wirklich eine Demo? Also, ich... Boah, diesen Finger, ne? Es stand zwar drinnen in der Beschreibung keine Schilder, aber gut, es haben glaube ich 3 Schilder mitgebracht. Einfach so. Ja, mit dem Glockenspiel passt gerade. Ja. Das ist wirklich ein Trauermarsch mit Kirchengesang, Kirchenglocken. So gehört sich das. Laut
safe Internet auf Twitter. München, Kiel, Stuttgart, Regensburg und ihr in Bremen, Nürnberg, Luxemburg und Saarbrücken. Doch 8 Stück. Oha, doch so viele. Was, 8 Stück? 8 Demos, also 8 Trauermärsche. Oha, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ja, also falls ihr es gerade nicht hören könnt wegen dem Glockenspiel, es sind gerade 8 Trauermärsche im Gang. Also mein Mikrofon müsste es eigentlich perfekt auffangen, also mein Gespräch. Ja, aber du hast ja trotzdem das Glockenspiel mit drin. Ich hoffe. Ja, aber trotzdem hast du ja Glocken. Das ist ja, doch Schallwellen. Ja, natürlich. Ist mir schon klar. Aber danke, warte mal. PlayPro 250 fürs Gucken. Vielen, vielen Dank. Weil ich kann natürlich nicht. Ich habe das Handy ja gerade im Gebrauch. Wir sind gleich beim Roland, wo wir auch bei der Demo am 17. gewesen sind. Beim bremischen Bürgerhaus. Genau. Bremische Bürgerschaft. Entschuldigung, Bürgerschaft natürlich, klar. Bei diesem kann es klar einen Vorteil. Wir müssen, glaube ich, in die Richtung. Genau. Hier war die Demo am Samstag. Da hinten der gesamte Platz war voll. Nicht am Samstag, am 17. Am 17. genau, das war der vorletzte Woche Samstag. Ja. Nee, Sonntag so. Stimmt. Vorletzte Woche Sonntag war das. Miguel hat gezählt. Kein Ding, schreibt PayPro. Sehr gut. 63 hat Miguel gerade gezählt. Ich hoffe, du hast es nicht verzählt. Ungefähr 63. Ja. Ungefähr 63. Also Pi mal Daumen, 1, 2, 63. Ungefähr. Hat sich noch ein Mungo angespielt? Also, ich kann auf jeden Fall sagen, wir sind hier nicht alleine am Stream. So. Hoppala. Stefan, ah, okay, ich soll Sie schön von Schwarzwald TV grüßen. Bitte? Ich soll Sie schön von Schwarzwald TV grüßen. Ah, danke. Ja, schon hier laufen nach vorne, Alter. Ich schwimme auch, okay. Genau. Ja, aber dann nicht dann laufen. Hier. So groß bin ich dann doch nicht. Ja, laufen wir viel. Ich hab 7. Wie viel? 20 ungefähr. Ah, ich hab 7. Aber ich bin auf Twitch. So, einmal drehen. Hat jemand gezählt? Ja. Aber dafür sieht sie zu stark auf und sieht es wieder aus. Das ist aber mein Geschmack. Ja, das war. Das ist die gesamte Schlange. Ich sage, sie ist nicht lang. Das wäre eine Adoption. Kann nicht sein. Trotzdem bin ich dankbar für all die, die gekommen sind. Natürlich. Und bin happy, dass ich auch nicht der Einzige bin. Dass es doch noch so viele geschafft haben. Am Anfang sah es nicht danach aus. Aber dann kam doch mehr, als ich gedacht hatte in dem Moment. Aber weniger, als ich erhofft hatte auf jeden Fall. Aber gut, das ist dann halt so, ne? So, ich muss mal wieder ganz nach vorne laufen. Eieieiei. Das ist crazy shit mit dem Stefan. Puh.
stelle ich mal eben vorne hin. So, da sind sie. Alle laufen mit ihren Handys davor. Ich kriege schon Anweisungen, wohin ich rückwärts laufen soll. Vielleicht kommt die Menge. Ja, hier. Steven, weißt du das? Weil die nächste Demo sehen, ist das hier. Ich hab keine Bekannte. Okay, wir sind weiter. Wir reihen uns ein. Von innen. Vor allem sehr gepflegt. Was hast du denn für ein neues Auto? Kann ich dir nachher zeigen, ich bin noch hier damit. Ah, okay. Wie du weißt. So, einfach eine Nachricht. Ah, weiter so. Besonderes Tempo, nur mal so nebenbei. Ja, das Tempo ist auf jeden Fall gut. Also jetzt gehen wir natürlich wieder ganz woanders lang, wo wir beim letzten Mal bei Demoland gelaufen sind. Wir sind jetzt gleich an der Schlacht sind wir ja gar nicht. Wo sind wir denn hier? Wie heißt denn das? Gegenüber vom Kaffeesand. Das weiß ich gar nicht, wie das hier heißt. Sag mir bestimmt gleich irgendjemand. Ja. Entschuldigung, mach mal an. Ist das Twitch? Ja. Instagram. Subscribe to PewDiePie. Unsubscribe to T-Series. Ach, am Schnurr. Ja, das kann auch sein. Was auch immer schön ist, wenn man meine Einladung. Ich will noch mal nach hinten filmen. Da sind die beiden Vögel. Da muss ich wieder hinterher. Okay. Ihr seid ja ganz abgehauen, ihr beiden. Ja, ich habe jetzt aber irgendjemand mein Handy hier. Robin, mach mal da bitte dein Käppi hoch. Was? Dein Käppi. Ich hoffe, man kann das lesen. Wackelt vielleicht ein bisschen, weil er wackelt, nicht ich. Aber wunderbar, Dankeschön. Na, wer das erraten hat, was da stand. Wer weiß das wohl von jemandem? Ah, Blutballer. Alter, das ist Steuerung, ne? Spiegelverkehr denken. Am Tiefer sind wir, Ende der Holzpforte. Am Schnurr, ja, das ist richtig. Jetzt kommen wir zum Schnurr. Ich würde echt gerne mal durchgehen, ne? So einen kleinen Bremer Durchgang für alle Nicht-Bremer. Hätte ich mal zeigen müssen. Das ist cooler. Genau. So ein kleiner Altstadt, sag ich mal, alter Pfeil. Nein, natürlich. Schmale Straßen, alte Häuser. Ja, nein, ich glaube. Das Problem ist halt. Auf jeden Fall sehr schön. Ich habe meine Tür angeleckt. Damit verbindet, macht man ja so. Was unser Idiot einmal wollte. Kurz Kamera wechseln. Ja, klar. Hoppala. Das ist jetzt hier ein bisschen eng. Für alle, die das unterwegs sind. Überall für die Polizei, gehen wir wieder hinten. Halten uns im Auge. Folgen uns auf Schritt und Tritt. Ach, hier. Hier ist ein Polizeiwagen dahin, eine Poliz. Ein Arbeitskollege von mir. Deiner. Ich hätte ein paar Mal mit zur Arbeit. Aber die Blaulichtmobo musste er abdecken. Sieht man das von hier? Ich darf ja nicht fahren. Dass er sich hier rumtreibt. Achso, ich bin noch hinterher, wir sind jetzt da. Ein Call.
So, hier werden wir jetzt die Schweigeminute einreichen. Man darf uns gar nicht mehr erkennen. Das ist einer, der für Artikel 13 gestimmt hat, als ihr hier Büro. Sie. Da werden Kerzen angezündet. Deine Kerze angezündet. Ja, ich habe meine Kerze auch angezündet. Was haltet ihr denn davon, wenn wir uns mal für eine Minute hier vorhocken und alle demonstrativ einfach die Hand vor den Mund halten für eine Schweigeminute? Ja. Da ist doch einer drin, können wir direkt am Fenster machen. Wer kann, der kann. Also wer mich dann zurückkriegt, ich leg mich hier auch hin. Wir werden uns jetzt alle davor setzen, zumindest die anderen, und werden uns die Hand vom Mund halten. Weitergehen. Ja, gut. Das ist der Stefan Raar. Auch live auf YouTube. Könnt ihr ihn suchen. Auch einer der Verantwortlichen hier auf dieser Demo. Die wollen nicht, die wollen noch länger. Achso, ja genau. Für Stefan Raar. Ah ja, da habe ich schon gesehen gehabt. Ja, ja. Wir waren ja auch in der Demo in Bremen. Dann kann ich dich auch mal abonnieren. Genau, immer den Gang gemacht, genau. Ja, klar.
Ja. Man kann auch untereinander mithelfen. Genau. Ich habe nur noch einen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, weil Netzwankung. Ah, du machst auch YouTube, ne? Ja. Ja. Ich mache über Twitch halt, ne? Das ist, Ach, du machst über Twitch? Ich mache über Twitch, genau. Ja, mein Kumpel macht ja auch über YouTube. Mhm. Und damit beides ausgeglichen ist, damit überall was kommt, ne? Ja, klar. Sollten wir den Abstecher mal noch zur CDU? Kommen wir doch eigentlich fast dran vorbei. Wir gehen jetzt gerade aus über Altenwall. Komplett. Jawohl. Ich kann nicht abweichen. Darf nicht. Du kannst ja gerade ausgehen und der Rest biegt ab. Aber wir laufen jetzt gerade aus weiter und dann ist es einfach nur voll. Okay. Ich muss mal ganz gut anzeigen. Jeder, der Bock drauf hat, kann so einen Screenshot davon machen. Ich halte ihn ein bisschen länger rein. So viel kann ich gar nicht. Wackelst. Das ist meine Hand, die wackelt. Ja, richtig. So, vielleicht hat er es euch mal durchgelesen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch halten kann. Wir haben da übrigens auch Kerzen hingestellt. Ja, gut. So, jetzt drehen wir um. Wenn irgendjemand von den Grünen das sieht, da sind Kerzen. Das sind unsere, die möchten wir bitte wieder haben. Die möchten wir aber per Post zugeschickt haben. Yep. Die Adresse könnt ihr herausfinden an der Internetadresse hier unten. Da könnt ihr nachlesen. Genau. Da könnt ihr die Adresse herausfinden. Genau. Unter Impressum, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Weil die Grünen schon ja auch Internet-Neuland zu sein. Da muss man ihnen ja erklären, was hier funktioniert. Genau. Und dann könnt ihr das hier hinschicken und dann können wir das für zukünftige Demonstrationen wiederverwenden. So, die Kerzen wurden hier hingestellt. Bist du dir sicher? Direkt vorm grünen Gebäude. Mit Blumen. Und eine Karte. Es war ein Vollpfosten, der wollte den Tod. Egal, was wollte es kosten. Nehmen den Künstlern ihr Brot. Ja. Es war auch ein Trampelt hier. Das trampelte ebenso auf die. Ich bin nur von der Sandbrücke. Ich stehe noch drin in Gedenken an das freie Internet 1989, 2019. Ah, jetzt geht's. Was steht auf der Seite? Kannst du das lesen? Also hier, war sie drin oder da auf der anderen Seite? Nee, drin. Es war ein Vollpfosten, der wollte deinen Tod. Egal was wolle es kosten. Nehmt den Künstlern ihr Brot. Genau. Es war ein Trampeltier, das trampelte ebenso auf die. Doch wir werden mal so nebenbei diese nie vergessen. Lass ihn doch arbeiten. Ja. Das ist doch nicht unser Problem, dass er arbeitet. Da arbeitet einer von den Grünen. Ich hoffe, er fühlt sich jetzt nicht gestört oder so oder beeinträchtigt in seiner Arbeit. Ach, was für Arbeit. Ich finde auf jeden Fall die Idee mit den Blumen ganz cool. Ja, die Kerzen, gut. Definitiv. Wollen wir mal klopfen und ihn mal nach dem Interview fragen? Ich würde es nicht empfehlen. Warum nicht? Was will er machen? Er war es ja nicht. Nein, deswegen möchte ich an einem Interview fragen. Leute, wir gehen nochmal bei der CDU vorbei. Das liegt zwar nur mit Abseits von der Strecke, ist aber nur 30 Meter hin am Kreuzmeer. Wir haben uns verlaufen. Er macht jetzt Überstunden, bis ihr weg seid. Ja. Er tut was für die Arbeiten. So, da ist Stefan da. Wir laufen einfach in drei Personengruppen und treffen uns dann wieder. Wir fragen einfach höflich nach. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und wenn sie Nein sagen, laufen wir in drei Personengruppen. Ist da einer im Wagen, dann gehe ich fragen. Da drüben steht doch einer. Hat da einer von euch ein Foto gemacht in der Schweigeminute? Ich habe ein Video gemacht. Alles live. Ich bin auch auf YouTube hochgeladen und auf Twitch ist auch jetzt live gerade. AP Steven, Crazy Shit TV. Genau. Wenn du nachgucken willst. AP Steven? LP Steven, ja. Ludwig, D wie Peter und dann Steven einfach. Steven. Wer hätte noch ein Schulli-Räucherstäbchen mitbringen sollen? Ja, ihr Ausbeutel. Nein, richtig. Bis die Nase noch rumbrüllen. Ich hätte mir mal so eine Zwiebel mitgesucht. So. Dafür brauche ich keine Zwiebel. Ja, stimmt, bei dem Internet ist es leider traurig genug. Ja, also da ich jetzt auf ein paar Werbung sind, hier ist einmal die Menschenmasse, hier nochmal nach vorne, ich zeige euch das mal.
sind. Mensch, ich hätte noch einen zwei Mann zu schmeißen können als Teller und hätte die Ricky gerappt bedeuten können. Alle so still, bin ich denn noch online? Einmal Feedback bitte. Hallo Steven. Hallo Crazy. Steven. Crazy Shit TV. So, wir laufen jetzt weiter. Juhu! Da enden wir heute auch. Okay. Was machen wir da? Enden. Achso, ich hab verstanden, dort brennen wir. Ich war gerade schon leicht schockiert. Ja, jetzt waren wir gerade beim Grün, bei den Grünen. Beim Grün? Bei dem Grün. Wir waren mal kurz beim Grün. Und jetzt geht's haben weiter. Haben wir gekauft? Ja, bist on. Sehr schön. Dankeschön. Und jetzt geht's weiter. Wie lange bist du jetzt online? Über eine Stunde, glaube ich. Ja, ich bin schon in 19. Du hast ja genau zur selben Zeit. Ja, eigentlich habe ich zur gleichen Zeit, ja. Bei mir steht nur halt nicht, wie lange ich jetzt online bin. So. Schade. Tut mir leid, dass es für mich umscharf wird. Das liegt hier leider am Regen. Ja. Kann ich nicht ändern. Ein bisschen albern tun hier. Ein Glück, es nieselt nur ein ganz, ganz bisschen. Ja. Halt zum Glück ist das nicht ganz so ein starker Regen. Ich stehe hier die ganze Zeit in der Kamera, das ist vielleicht nicht ganz so voll. Nein. Ich wollte mir jetzt den Regenschirm mitnehmen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Ja? Ja? Ja. Wieder scharf? Wieder scharf. Nein. Ich glaube, ich muss mal die Kamera putzen. So. Hoppala. Oh, es ist schlimmer wie vorher, oder? Warte mal. Naja, eigentlich ganz gut so. Naja. Ist ein bisschen nass geworden. Wie gesagt, jetzt geht's zur CDU. Und da wird nochmal Schweigeminute eingehalten. Fürs letzte Amtsakt, die sie machen werden. In ihrem Leben. Hat er nicht gesagt. Doch, habe ich. Jetzt sind ja im Mai sind Wahlen, Europawahlen. Ihr wisst, wen ihr nicht mehr wählt. Ja? Informiert euch, guckt im Internet. Sonst auf Twitter, Hüder Reda, der hat alles gepostet, was es dazu zu informieren gibt. Ja? Wer Informationen braucht. Christian Solmecker auf YouTube hat es auch hochgeladen, viele Videos. Hat es sehr ausführlich erklärt, wie das mit Artikel 13 auf sich hat. Für diejenigen, die jetzt nicht so unbedingt wissen, wie das jetzt läuft und warum, weshalb das Ganze. Warte mal. Mein Mund. So, ja, es ist auf jeden Fall, ich hoffe, der letzte Amtsakt, was die CDU und CSU machen können. Und dass ihr im Mai abwählt. Nicht CDU wählen, nicht CSU wählen, wählt alles andere. Julia Reda hat eine Stimme verdient. Die hat echt super Arbeit geleistet, hat echt gut informiert. Ich glaube, ohne ihr hätten wir gar nicht so viel erfahren, was eigentlich im EU-Parlament abgeht. Sie wurde da rausgenommen, oder? Sie wurde sogar gezwungen, Sachen wieder rauszunehmen, die sie gepostet hatte, ja, was zum Thema angeht. Ne? Aber sie hat sich das dann nicht nehmen lassen. Sie hat trotzdem gepostet. Ja, die hat sich gesagt, das hat die Öffentlichkeit auch zu interessieren. Das geht schließlich um die Öffentlichkeit und die Meinungsfreiheit, Urheberrecht. Ja, und ich finde, da hat sie auch richtig gehandelt. Auf jeden Fall. Definitiv. Moin. Virtuelle virtuelle Demonstranten. Rudel, Rudel. Ja, ich... Bots. Wow, immer noch da. Ja, wir gehen jetzt sind die Bots, genau. Und, die Bots laufen gerade nach vorne. Geradeaus. Ich muss mal ganz kurz warten. Ich weiß momentan nicht wohin. Ach, ja, da wir eine. Ne, selbst die Bots müssen bei Rot halten. Obwohl wir eigentlich gar nicht existieren, ey, wunderbar. Er hat auch geschrieben: Moin, virtuelle Demonstranten. Ja. Ja. Hat er recht? Ja, sind wir. Aber auch im Internet gibt es Datenverkehr. Jetzt kriegen wir übrigens. Das ist der Upload-Filter. Warte, 1350 Euro übrigens. Die rote Ampel ist der Upload-Filter. Die werden alle geblockt. Hast du gehört, wir kriegen jetzt inzwischen von 1350 Euro. Oh, echt? Weil 3x 450, ne? Ja, das ist ja keine Demonstration, das ist ein Trauermarsch. Ja, aber es ist als Demo, glaube ich, angemeldet. Ja, das ist.
Ja, ist es? Hat er gesagt? Ja, gut. Ja, siehst du, also 1350 Euro. Wir sind reich. Ich fahre jetzt nach München. Wer kommt mit? Kann ich mir leider nicht leisten, es tut mir leid. Ach so, stimmt. Ich gucke alles Geld noch nicht über München. Ja. Ne? Naja. Ja, der Upload-Filter wurde gerade eben aufgehoben. Google hat es durchgelassen. Ach nee, die CDU hat es durchgelassen. Ja, aber das war das die virtuellen Bots laufen wieder. Hä? So, die Bots laufen wieder. Oh, diese Steuerung, ne? Spiegelverkehr denken, mein Gott. Ich habe das Gefühl, wir wurden mehr in letzter Zeit. Ja, wo wir losgegangen sind, waren wir vielleicht 40, jetzt sind wir über 60. Es wurden gleich, sind wahrscheinlich da eigentlich noch Züge kommen. Warum bin ich eigentlich so hell? Ich tausche einmal die Kamera. Eigentlich das Frau. Oh, hier, Freund und Helfer. Das ist für mich immer noch nicht viel besser. Ja, ich habe aber nach hinten geparkt. Natürlich nur, weil die mich so netterweise einmal reingelassen haben. Mir war kalt. Genau, mir war kalt. Und da haben sie gesagt, ja, kann man die Hand machen. Wir müssen hier sitzen im Justizzentrum am Wall. Da gehören einige der Politiker rein. Aber auf die Anklagebank. Aha. Schöne Bilder von außen. Eigentlich ist Bremen ja richtig schön, ne? Ich bin aber nur viel zu selten draußen in Bremen, in Stadt. Ich glaube, so oft, wie ich die letzten zwei Wochen hier in Bremen rumgelaufen bin und die Demo, war ich den ganzen Jahr nicht draußen. Ja. In Bremen. Also Hamburg war, glaube ich, noch schlimmer. Ich habe Hamburg, glaube ich, 26.000 Kilometer gelaufen. Nee, 26.000 Kilometer einmal um die halbe Welt. Ja. Nee, ich meinte 26.000 Schritte, also 26.000 Meter. Ja, ich weiß auch nicht, wie viel. Wir sind ungefähr gleich gelaufen. Wir sind ungefähr, nee, ich bin auch die ganze Nacht gelaufen. Ja, schön, wir bist aber ich rede nur von dem Tag und vom nächsten. Ja, ja. Am nächsten Tag sind auch immer 16.000. Ja, wir sind nach der Demo in Hamburg nach Hause gefahren. Und Bär ist jetzt noch ein bisschen da geblieben. Ja. Wenn er so selten in Hamburg ist, wollte ich das mal ausnutzen. Genau, und da ich dann auch Spaß hatte und dann haben wir den Zug genommen um 5.57 Uhr. Wann? Dann haben wir den Zug genommen um 5.57 Uhr und dann kam diese geile Aktion, dann waren wir so gegen 6 in Bremen. Oder 36 Uhr. Oder 7 Uhr irgendwas, auf jeden Fall bin ich dann mit einem Zug. Nee, 7 Uhr irgendwas kam mein Zug. Ehrlich? Ja. So, auf jeden Fall bin ich dann um 7 Uhr nach was Richtung Pferden wieder gefahren. Und dann kam leider das folgende Problem, ich bin eingepennt und zweimal komplett nach Pferden und wieder nach Bremen. Und war dann um 8 wieder in Bremen und hab dann gesagt, okay, scheiße, ich nehme den Taxi, ich hab da keinen Bock mehr. Okay. Kann passieren. Ja. Also ja, in Hamburg die Demo war sehr gut, fand ich. Ja. Ne, also die war schön groß auf jeden Fall. Und gut organisiert. Sehr gut organisiert. Es war nur lang. Sehr lang. Ja, es war sehr lang. Verdammt lang. Aber ich muss sagen, bei der Menschenmenge war das auch gut. Ja, gut. Ich sag mal, ich glaube, wo wir einfach. Dass du nicht in Berlin bist. Ja. Dann wäre es noch länger gewesen. Weil da mussten wir auch die Route ändern, habe ich mitbekommen, weil zu viele Menschen da waren, dass die hauptsächlich die Route, die eigentlich nehmen wollten, gar nicht mitgekehrt hatte. Deswegen mussten wir durch Brandenburger Tor. Läuft. Läuft. Ja. So, meine Kamera. Ja. Ja, noch ist das Stick geladen. Sonst muss ich gleich mal eben Netzteil anschließen.
Ladekabel. Es ist 19:28. Ja, okay. Ich habe morgen Frühschicht. Ei, ei, ei. Ich auch. Ei, ei, ei. Wann musst du aufstehen? Um 3:45. Ich um 4:30. No. Ei, ei, ei. Die Bar hier ist übrigens sehr lecker. Die Kraftbierbar in Bremen. Ich mache mal keine Werbung, aber falls ihr mal in Bremen seid, solltet ihr auf jeden Fall. Also ich hoffe, wir sind aber angekommen bei der CDU. Und ich muss dann weg, irgendwo hin, ganz dringend. So wie Rhabarber, Barbaras, Bier. Auch ein Bock muss auf Toilette. Mhm. Oder war das denn Rhabarber? Ich glaube, wir sind gleich angekommen. Da vorne steht auf jeden Fall die Polizei. Einmal wechseln. Genau, wir haben 10 Okay, die Polizei leitet uns. Was muss abgeriegelt werden? Eine grüne Ampel, Zeit abzuhalten. Die kurze Pause muss aber abgeriegelt werden. Okay. Wieso muss ich denn jetzt abgeriegelt werden? Ich will aber nicht in die Sitze gefunden. Da können wir nicht hier drunter. Nee, dann können wir da. Also hier unten ist U-Bahn oder U. Wie nennt das hier? Ober. Nee, Underground. Was ist denn das hier? Das ist doch keine U-Bahn. Nee, ist es auch nicht. Da waren wir noch lang gegangen, wo wir haben wollten, den Demo machen. Wir wollten das. Wir wollten hier eine U-Bahn. Ja. Okay. Aber? Die haben damit angefangen zum Glück. Und dann hatten die das doch abgebrochen. Zum Glück. Ja. Das Video könnte ein bisschen ruckeln, ich weiß nicht warum. Irgendwie. Da ist wohl nicht ganz sicher, wie wir das jetzt am besten machen. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja Zeit, es regnet ja auch nur ein bisschen. Ja. Oh, ist grün, wir dürfen gehen. Ja? Ja. Wir nehmen auch einen Bundesland. Hier stehen wir jetzt nun und warten auf Genehmigung der Polizei, dass wir weitergehen dürfen. Es ist angemeldet als Demo, habe ich mitbekommen. Das heißt also, wie gesagt, auch mit Polizeischutz, allem und dran. Ist alles, warte mal eben. Linse sauber machen. Ist auf jeden Fall genehmigt. Ne? So, wir wollten jetzt gerne eine andere Route nehmen. Wir wollten bei der CDU vorbei. Das muss jetzt abgesprochen werden. Ob das so in Ordnung geht, ob die Strecke freigegeben werden kann. Wenn nicht, geht es jetzt zurück zum Hauptbahnhof. Junge, wenn die so lange dran sind, sind die Verbrecher. Wäre nochmal nett, wenn einer reinschreiben könnte, ob ich noch online bin oder nicht. Wäre nett. Alter, das ist Mark Quandt, aber hier nicht. Also alle jetzt hintereinander. Sieht eigentlich lustig aus. Das ist zwar nicht das CDU-Gebäude, aber gehen wir nach vorne. Mal gucken. Auf was warten wir? Wir warten auf einen Abgeber, und ich leider noch mal TVU enden können. Ich muss noch mit deinem Chef sprechen. Ah, okay. Warten wir einfach. Ja. Das ist ein sehr kooperativer, sehr netter. Also, ja. Also hätte ich nicht gedacht. Na gut, wenn sie das auch für uns dann regeln, sag ich mal. Ne? Weil eigentlich war ja geplant bis zum Hauptbahnhof. Ja, und wir enden dann einfach da bei der TVU. Ja, gut, okay. Ein, was ist zwei, auch vielleicht ein Foto wie vorhin. Genau, das wäre super. Das, so, wo die alle die Hand zuhalten. Genau, weil das ist ja auch die Hauptpartei. Die Veranstaltung beendet, ja. Das war ja meine Idee. Das war eine gute Idee, ja. Auch von Liedenburg die Idee. Von ihm stammt es ja. Er hat mich alle angeschrieben. Ja. Er klärt es dann ab und dann
genauso. Was sind jetzt Sachen? Wer sagt nö? Wir sprechen gerade, ob der Chef, ne, ob das genehmigt wird, dass wir zur CDU können. Ach so. Vom Gebäude. Okay. Das muss aber abgeklärt werden. Ne? Ja. Und er ist wohl sehr kulant, der regelt das. Und ja, schauen wir mal. Ne? Ich hoffe, dass es funktioniert. Polizei Bremen? Das wäre das nicht immer nett, aber immer. Das sind eigentlich auch die Hauptpartei, die dafür genau, ne, abgestimmt hat. Also es durchgesetzt wird. Sachen von der Polizei Bremen, die sind nicht so toll. Es gibt Sachen von der Polizei, die sind ganz toll. Und jetzt gerade? Nein, nein. Ich denke mal, das liegt auch immer daran, wie man gerade fährt. Oh, meine Kamera ist nass. Hallo, das ist der Stefan Raab. Das auf YouTube. So, ey, Kamera ist total nass. Natürlich auch bei Twitch. Ja, das sicher doch. Ich bin auch bei Twitch. So, hier ist der andere, so. Hier ist der andere Steven. Ja. Der ist aber Stefan, ich weiß gar nicht, wie heißt du bei YouTube? Wie heißt du bei YouTube? Stefan Raab. Stefan Raab einfach. Achso, Stefan Raab. Stefan Raab. Raab. Bei YouTube und Twitch. Bei YouTube und Twitch. Genau, da ist nochmal der AP Steven. Genau, ich muss mein Kabel raussuchen. Was musst du? Mein Kabel raussuchen. Mein Handy sagt mir langsam. Ehrlich? Ups, was sagt mein Handy? 24% noch. Ja, mein Handy sagt mir nämlich gerade 5% Akku. Ja. Ups, das ist ein bisschen wenig, ne? Ich hoffe nicht, dass das jetzt beendet wird, das Video. Das wäre echt schade. Wieso? Weil ich mein Kabel gar nicht finde. Das ist natürlich schlecht. Wie viel Prozent hast du noch? 5. Oh. Ich habe eigentlich das andere Kabel mitgenommen. Das wäre jetzt natürlich echt blöd. Ich weiß nicht, wo ich noch ein Kabel habe. Kannst du mal... Nee, kannst du nicht halten. Kannst du mal kurz halten? Ich muss mal ganz schnell mal eben, bevor das Handy ausgeht. Guten Tag. Ich muss mal kurz zurückgucken, weil wegen Zigarette im Mund und ich habe zwei... Genau. So geht's auch. So geht's auch. Okay, da ist das Licht drin. Dieser nette Herr hier sucht sein Ladekabel. Kabel. Mein Mini-Ladekabel. Guck doch mal ein bisschen weiter unten bei dir mal. Ja, da wird es nicht drin sein. Nee? Hast du schon nachgefunden? Ja. Und was? Nein. Es ist nass, es regnet, es ist nass, es regnet, es ist nass, es regnet. Es ist nass, genau. 7 Zuschauer. Ja. Dadusha. Dadusha, das ja, bist on. Ah, okay. Ich habe eben gefragt, ob ich noch online bin. Daleks Kid. Moin, virtuelle Demonstranten. Guten Morgen. Kann ich hier. Durchfahrtverbotsschild, ne? Ja, schön dumm. Ja. So, dann muss ich einmal ganz kurz von hier. Ja, einmal wurde er in die Einbahnstraße und zweitens genau während die Polizei daneben. Ja, das ist nicht schlau. Das war jetzt nicht sehr schlau von dem Typen. Ja, ich glaube, das wollte ich nicht rennen. Ja, wolltest du ihn rennen? Wenden. Achso. Auch wenden darfst du in der Einbahnstraße. 15 Meter darfst du reinfahren. Rückwärts. Ist sie rückwärts gefahren? Nein. Oder eher. Oder S oder wie auch immer. Mikrofon, der Kabel, der für Strom. Stromkabel. Ich hoffe, das funktioniert. Ich ein bisschen bei, mein Akku geht auch so. Es lädt nicht. Ich habe nur noch 1%. Wenn ich gleich weg sein sollte, komme ich gleich wieder. Dann muss ich mal tauschen. Weil das Kabel funktioniert nicht. Halt mal gut fest. Ich habe nämlich noch ein Kabel. Ja, ja, eine Absicht. Dann nehme ich halt dieses Kabel hier. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich denke, dass wir so eine und Garten Handy müssen, aus. Aber wir wollen jetzt nochmal eben kurz zur CDU und dein Handy ist aus. Ja. Das Handy von der